Also, läuft. Ja, hallo, liebe Zuhörer da draußen an den Radiogeräten. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur ersten Folge, zum Piloten quasi des Abwassertalks da draußen. Und ja, wir haben uns überlegt, das sind Daniel Jering und hallo. Mein guter Kumpel und Kollege und Klaus Jilk. Meine Wenigkeit, wir haben uns überlegt, wir wollen für Sie da draußen in Zeiten von Corona ein Projekt umsetzen, was wir schon länger mal geplant hatten, und zwar einen Podcast aufzunehmen. Und jetzt haben wir endlich mal die Zeit dafür und auch die Technik. Das ist ja so eine Erkenntnis der Corona-Krise, dass vieles sich jetzt ganz schnell digitalisiert. Und wir sind heute hier zu Ihnen geschaltet und wollen Ihnen so ein bisschen näher bringen, wie wir die Krise meistern. Und ja, freuen uns darauf, vielleicht auch in den nächsten Wochen Sie als Zuhörer gewinnen zu können oder euch da als Zuhörer gewinnen zu können, ihr Helden des Abwassers da draußen. Ja, und vielleicht stellen wir uns am Anfang mal kurz vor, dass ihr wisst, wen ihr hier zuhört und was so der Inhalt von dem Ganzen sein soll. Daniel, ich übergebe mal an dich. Stell dich mal vor, wer du bist, und ja, sag uns mal ein bisschen was wir hier machen wollen. Ja, bevor ich über mich erzähle, möchte ich nochmal einmal auf folgende Geschichte zurück. Ja, wie ihr gerade schon gehört habt, hatten der Klaus und ich uns eigentlich schon Ende letzten Jahres vorgenommen, Podcasts zu machen. Aber eigentlich sind wir mehr oder weniger daran verzweifelt, wie wir das Ganze angehen sollen und welche technischen Voraussetzungen wir haben und ähnliches. Und jetzt, ja, ich sag mal, zur Zeit von Corona sind wir mehr oder weniger zu dem technischen Stand gekommen, dass es jetzt uns sehr einfach möglich ist, mal einfach so einen Podcast mal aufzunehmen. Und deswegen probieren wir das jetzt einfach mal. Also mal kurz zu meiner Person, Daniel Jering, bin jetzt 30 Jahre alt, bin ursprünglich eigentlich Volkswirt gelernter, habe mich auch in diesem Bereich ausgetobt bzw. ausprobiert. Aber ich habe einfach gemerkt, die Wasserwirtschaft, das ist meine Heimat und da hängt mein Herz dran. Ich finde diesen Wirtschaftsbereich oder diesen Bereich einfach, ja, der liegt mir am Herzen. Und da möchte ich halt auch bleiben. Und deswegen, vielleicht können der Klaus und ich euch die Wasserwirtschaft näher bringen, die Siedlungswasserwirtschaft, und vielleicht mit euch besser ins Gespräch zu kommen, wie ihr die Sache seht an bestimmten Themen. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Kanalnetzbetreiber dabei, vielleicht haben wir aber auch Leute dabei, die vielleicht in diesem Wirtschaftsbereich unterwegs sind, die einfach mal ein Feedback geben können, wie sie diesen Wirtschaftszweig sehen. Einfach mal diskutieren, was diese Branche ausmacht und wie wir vielleicht auch fachliche Themen voranbringen können. Ja, also ich bin noch ledig, habe noch keine Kinder. Was kann ich noch erzählen? Ich überlege gerade. Ansonsten, ich hab wirklich ein markantes Merkmal an mir. Und zwar, das seht ihr jetzt zwar nicht, aber ich habe lange Haare. Klaus, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch lange Haare? Ja, auf jeden Fall nicht so lange wie bei dir, noch nicht an den Stellen, aber okay. Es geht schon wieder in die völlig falsche Richtung hier. Ja, ich sage auch mal kurz was zu mir. Klaus Jilk ist mein Name. Wir arbeiten in der gleichen Firma bei Unitechnics. Ich bin mittlerweile fast 35, also auch nicht mehr zu den Jungen in der Wasserwirtschaft zu zählen. Ab 36 ist man ja offiziell alt. Und ja, ich bin bei Unitechnics für die Kundenbetreuung, Projektmanagement in Süddeutschland zuständig, fahre da auch normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, viel bei Kanalnetzbetreibern und Abwasserkläranlagen durch die Gegend, kenne da auch sehr viele Personen. Mache das jetzt seit mittlerweile fast 10 Jahren, dieses Jahr ist mein 10-jähriges Jubiläum, habe da auch sehr viel gelernt, ähnlich wie Daniel geht es mir auch, dass mir das Ganze mittlerweile richtig Spaß macht und am Herzen liegt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wieder in eine andere Branche zu gehen. Ich denke, das ist so ein Phänomen von unserer Branche im Abwasser, dass die Leute, die in der Branche sind, wissen, wie toll das da ist, aber von außen hat die Branche immer ein schlechtes Image. Ja, und deswegen ist vielleicht auch der Podcast ein kleiner Beitrag dazu, den Leuten, die auch vielleicht nicht im Abwasserbereich tätig sind, das Ganze ein bisschen schmackhaft zu machen. Wir haben jetzt uns so überlegt, dass wir das einfach wöchentlich mal machen. Immer am Montag nehmen wir das Ganze auf und versuchen es natürlich dann zeitnah online zu stellen. Ja, und dann nehmen wir uns immer ein Thema der Woche vor. Am Anfang soll es natürlich um Kommentare von euch gehen. Also wenn ihr jetzt hinterher Kommentare dazu schreibt, was wir hier so gemacht haben, gehen wir dann nächste Woche drauf ein auch. Da kann man auf Instagram, auf unseren Instagram-Accounts, das seht ihr in den Beschreibungen dieses Podcasts, wie man da hinkommt, oder auch nach
der Abwassertalk suchen, dann findet ihr uns. Und ansonsten, das Thema der Woche soll so ein bisschen sein, wie kommen wir durch die Corona-Krise? Ja, wie gehen wir damit um? Und ja, was vielleicht auch bei euch so, könnt ihr ja auch mal dann eure Kommentare schreiben, was macht ihr so in der Krise? Ist das für euch schlecht, gut? Wie geht ihr damit um? Findet ihr es sogar manchmal gut, dass man mal wieder so eine ruhige Zeit hat? Ja, und das ist eigentlich so das Thema diese Woche. Zu mir vielleicht noch. Ich bin schon verheiratet, sage ich mal. Zwei Kinder, obwohl wilde Ehe sagt man dazu. Ich habe zwei Kinder, ein halbes Jahr und 3 Jahre und eine Frau natürlich auch. Bin eingepfercht zu Hause und freue mich hier mal rauszukommen und so einen Podcast aufnehmen zu dürfen mit euch. Ja, Daniel, dann würde ich doch mal vorschlagen, wir steigen in das Thema der Woche ein. Das Thema der Woche soll sein, wie kommen wir durch die Corona-Krise? Jetzt frage ich dich mal, was machst du so in der Corona-Krise? Außer Podcasts aufnehmen. Ja, also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, doch 1,5 Wochen bin ich jetzt bereits im Homeoffice und ich versuche dann natürlich, ich sag mal, aus dem oder von zu Hause raus die Kunden zu erreichen, beziehungsweise mit meinen Kollegen interne Projekte nach vorne zu bringen oder nicht interne, sondern Projekte einfach voranzubringen, die zu bearbeiten und so weiter. Anfangs natürlich steht man vor so einer Hürde. Ne? Das ist wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein 110 Meter Hürdenlauf. Oder 110 Meter sind das, ne? Hürdenlauf? Ja, Hürdenlauf 110 Meter, Daniel. Hast du das schon mal 110 gemacht? Nee, pass auf. Genau das ist dieses Problem. Ne? Ich laufe zwar auch na, 100 Meter, vielleicht auch nicht gerade so schnell, aber damals ist man ja bei 100 Meter gelaufen und dann sollte man auf einmal so einen Hürdenlauf machen, ne? So einen 110 Meter Hürdenlauf. Und man traut sich einfach nicht, über diese Hürde zu springen, über die erste. Aber wenn man dann das erste Mal über diese Hürde gesprungen ist, und so ähnlich war das auch beim Homeoffice, danach hat man sich auch locker die zweite, die dritte, die vierte getraut, weil dieser Respekt vor dieser Hürde, ich weiß gar nicht, wie hoch die jetzt sind aktuell, ja, ist schon der erste Respekt ist dann da. Und dann danach fällt einem das mehr oder weniger einfacher. So. Nee, obwohl, ja, damals zu Schulzeiten, da wirklich, ne? Hatte man noch so ein, naja, sei es, wie es sei. Auf jeden Fall, ja, so waren meine ersten Erfahrungen. Also man hat am Anfang sich eher, ja, nicht so wohl gefühlt, beziehungsweise es war ungewohnt. Man musste sich dann auch trauen, praktisch die Leute anzurufen, beziehungsweise mit den, erstmal mit den Kunden oder aber auch mit den Kollegen halt praktisch über dieses Medium-Videokonferenz oder Videotelefonie zu kommunizieren. So war das in der Regel nicht. Normalerweise ging das alles per Telefon oder mit persönlichen Besuchen dann oder persönlichen Absprachen. Stehen schon an mit einer Videotelefonie. Mittlerweile, man verliert immer mehr die Hemmung auch. Ich weiß nicht, so von meiner ersten Erfahrung. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir gegangen ist, Klaus. Wie funktioniert das bei uns? Erklär doch mal den Leuten da draußen. Wir machen das ja auch gerade hier. Wir nehmen das zwar auf als Podcast, aber wir sehen uns auch im Bild quasi. Erklär mal, welches Programm wir nutzen, wie das funktioniert. Vielleicht erklärst du den Leuten das da draußen mal, dann können die das vielleicht auch nutzen. Also wir benutzen die, Entschuldigung, das war gerade mein Handy, habe ich vergessen auf lautlos zu stellen beim ersten Podcast, aber daraus werde ich sicherlich lernen. Also wir benutzen das Programm Zoom. Dort kann man sich auch als Unternehmen an Kommunikation direkt mit den Kollegen total einfach. Da klickt man einfach den Kollegen an und kann man sich aussuchen, ob man per Telefon oder per Video überträgt. Und wenn man dann in natürlich auch im Teil und Chat ja, eigentlich alles ermöglicht, was man braucht für den alltäglichen Arbeitstag. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin sehr positiv gestimmt. Also es geht echt relativ simpel und einfach. Ja, wir hatten ja verschiedene Sachen ausprobiert, sind dann am Ende bei der Software hier Zoom gelandet. Man kann sich da ja auch dann kostenfrei anmelden, sage ich mal, als Basic-Variante unter www.zoom.us und kann sich da einen Account erstellen. Und der Vorteil davon ist, dass es erstmal nichts kostet in der Basisversion. Man kann damit Meetings
einladen für bis zu 100 Leute und die Meetings können bis zu 40 Minuten dauern. Nach den 40 Minuten wird man dann aus dem Besprechungsraum quasi rausgeschmissen und muss sich dann neu einwählen. Geht aber auch recht schnell. Von daher, wenn man kleine Meetings macht, kann man diese kostenlose Variante sehr gut nutzen. Und man hat vor allen Dingen auch den Vorteil, dem man das schickt, der muss nicht sich da anmelden, sondern der kann einfach den Link verwenden und kann das einfach nutzen. Und von daher ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Und wir nutzen das jetzt regelmäßig. Und das Komische war, vor 2 Wochen haben wir damit angefangen. Mittlerweile gibt es fast keine Besprechung mehr ohne Videokonferenz. Und die Telefone werden fast überflüssig, weil man alles per Videokonferenz macht. Ist auch ganz schön, den anderen mal zu sehen. In der Corona-Krise, manchmal im Homeoffice vielleicht auch nicht so schön. Man kann aber das Video auch ausblenden, habe ich gesehen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und man muss dann vielleicht auch bestimmte Reisen in Zukunft gar nicht mehr machen, wenn man das nutzt. Also was ich auch noch... Wie sieht das bei deinen Leuten aus? Nehmen die Kunden das an? Bei dieser Plattform. Also was sie bei dieser Software der Hallen bzw. Kanalnetzbetreibern, die das von zu Hause aus gemacht haben mit ihrem persönlichen Laptop oder Computer. Und die dann auch mal zu Hause zu sehen, das war schon sehr amüsant. Die haben natürlich auch meine zu Hause gesehen, aber oder zumindest mein Hintergrund. Es ist schon was anderes, aber es ist irgendwie so, da kann ich dazu gar nicht sagen. Man muss es ausprobieren und wie ich vorhin gesagt habe mit der Hürde, man muss die Hemmung verlieren. Man muss die Hemmung verlieren, dass im Hintergrund vielleicht die Schublade halb noch offen ist oder keine Ahnung, dass das Kissen nicht perfekt steht. Man muss damit einfach umgehen können irgendwie. Und wenn man die Hemmung verliert, das ist wie beim Hürdenlauf, dann ist das ein Problem. Was ich so ein bisschen festgestellt habe, das sorgt auch für Hygiene ein bisschen. Also wenn jetzt weiß, ich gehe morgen heute ins Homeoffice und habe heute Abend eine Videokonferenz zum Beispiel, dann weiß ich, im Homeoffice müsste ich mich ja normalerweise eigentlich, könnte ich im Trainingsanzug mich vor die Kamera setzen, wenn ich nur telefoniere. Aber wenn ich weiß, ich habe Homeoffice, dann muss ich ja doch vielleicht mal mich rasieren und die Haare mal wieder einigermaßen kämmen, sodass man vorzeigbar ist, auch vor der Kamera. Ne? Das ist natürlich auch noch wieder... Ja, richtig. Also was auf jeden Fall so ist, dass man sich auf jeden Fall mehr motiviert, auch Hygiene zu betreiben, rasieren oder wie soll ich sagen, normalerweise im Homeoffice bist und keine Videokonferenzen oder ähnliches hast, ganz im Ernst, wenn du da nicht in die Öffentlichkeit auch mal aktuell wie bei dem Kontaktverbot rausgehst, dann bist du ja selbst daran wenig interessiert, ne? Vielleicht so viel Hygiene zu betreiben, wie du sonst normalerweise tust. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen weniger oder mehr, aber es ist schon wie ein Arbeitsalltag. Also man steht auf und man muss vorm Monitor wie auf Arbeit performen. du musst abliefern, ne? Dann. Aber vielleicht können wir noch mal kurz, ich weiß nicht, Klaus, vielleicht kannst du mal, oder ich fange mal einfach an mit der Schilderung. Also wie Corona praktisch bei mir jetzt in Norddeutschland ergriffen wurde, beziehungsweise wie ich das auch direkt beruflich gemerkt habe. Also bei mir war das so, ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte am Donnerstag ein Projektgespräch, das war nicht letzte Woche, sondern davor, hatte ich am Donnerstag noch ein Projektgespräch und hatte auch am Freitag ein Projektgespräch und in diesen Tagen hat man einfach gemerkt, wie viel Dynamik das Ganze aufgenommen hat. Also zumindest bei uns in Deutschland ist es dann praktisch, hat das eine Dynamik aufgenommen, wo man dachte, wow, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir wirklich Projektgespräche und so weiter machen. Das war an dem Freitag, kann ich noch mich daran erinnern, hatten ein Projektauftraggespräch zum Indirektanleiterkataster oder Indirektanleiterüberwachung, um das dann aufzubauen und die Überwachung dann fortlaufend zu machen. Danach sind wir nach Hause gefahren, ein Kollege von mir und ich, und haben gedacht, wow, was das hier für eine Dynamik annimmt. Und dann hatte man auch gleichzeitig gemerkt, dass viele Kundentermine aus der nachfolgenden Woche dann auch abgesagt worden ist oder sind, weil das immer mehr bewusster geworden ist. Dort gab es dann auch strikte Anweisungen von Verband zu Verband, ist das ja unterschiedlich,
wie die dort aktuell fortgehen. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Aber so vor anderthalb Wochen, von Donnerstag zu Freitag, habe ich extrem die Dynamik festgestellt. Und dann wurden auch mehr oder weniger Kundentermine von unsererseits beziehungsweise auch von Kunden dann praktisch abgesagt, um einfach dieses Risiko für diese kritische Infrastruktur der Abwasserentsorgung, Siedlungswasserwirtschaft nicht einzugehen. Und das Wichtigste, was wir ja auch noch erhalten bleiben lassen müssen, ist einfach die Ver- und Entsorgung. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Klaus, vielleicht kannst du da noch drauf nochmal eingehen. Ja, bei uns ist es so, dass, dass genau das der Hintergrund ist. Also wir bewegen uns ja in einem Bereich der kritischen Infrastruktur sozusagen. Und auch wieder. Klaus, jetzt ist aber das dein Telefon oder was? Ja, vielleicht interessant. Ich befinde mich hier in der Kunstschmiede meines Schwiegervaters. Da ist mein Homeoffice eingerichtet, oben im, im Dachgeschoss. Wenn es ganz laut hämmert, dann ist der Dampfhammer unten im Einsatz. Nur zur Info, ne? Von daher kann das hier schon mal vorkommen. Hier ist auch sonst Betrieb weiterhin. Ansonsten befinden wir uns natürlich mit dem Abwasser in einem in der kritischen Infrastruktur. Das muss weiterlaufen. Und unsere Kunden sind natürlich auch angehalten, oder alle Player in der Abwasserbereich sind darauf zu angehalten, natürlich weiterhin die Infrastruktur am Laufen zu halten. Und das gilt natürlich auch für Abwasser. Das heißt, die Kläranlagen müssen natürlich weiter betrieben werden und die Kanalnetze, damit natürlich, ja, wenn der Müll nicht abtransportiert wird, liegt der Müll auf der Straße. Ich will nicht sagen, die Scheiße fließt auf der Straße, wenn die Kanalnetze nicht betrieben werden, aber natürlich muss auch dort ein Störungsdienst vorhanden sein. Und das lösen die Kanalnetzbetreiber oder meine Kunden aktuell so, dass die sagen, wir haben meistens zwei Teams. Und die Teams treffen sich nicht. Eine Woche oder einen Tag ist das eine Team im Office und das andere Team im Homeoffice quasi und unterschiedlich. Das heißt, die Kunden sind eigentlich gut erreichbar, die Kanalnetzbetreiber, und ja, sind aber nur nicht im gewohnten Einsatzmodus, sondern sind eher im Notmodus dafür, dass man eigentlich quasi verhindern will, so lange wie möglich nicht angesteckt zu werden, dass man nicht in Quarantäne kommt und weiter einsatzfähig bleibt. Das Problem dabei ist natürlich gerade wie bei uns, wir kümmern uns ja viel um Geruch und solche Themen, die gehen jetzt so ein bisschen in den Hintergrund, und wir müssen uns halt überlegen, was wir sonst machen können mit den Kollegen. Wichtig ist natürlich, dass Gesundheit geht vor, und ja, ist halt die Frage, was sich alle mehr oder weniger fragen, wie lange dauert die Situation, was macht man in der Zeit und so weiter. Das ist eigentlich gerade so das Spannende, was alle bewegt, und wir haben ja noch den Vorteil, dass wir in einer Branche unterwegs sind, wo, wo erstmal die Einnahmen weiterfließen. Bei uns zum Teil durch unsere langfristigen Ingenieurprojekte und bei unseren Kunden natürlich durch die Gebühren, die weiterhin natürlich ganz normal gezahlt werden. Das heißt, unsere Kunden sind weiterhin da und ansprechbar, nur halt nicht auf der persönlichen Ebene. Ja. Also ich möchte mal an dieser Stelle nochmal sagen, was bringt dir Klopapier, was, wenn die Abwasserentsorgung nicht stimmt, ne? Das stimmt. Also ich habe auch noch welches. Daniel, wenn du was brauchst, ich kann dir was zur Verfügung stellen. Dann schicke ich dir eine Rolle Klopapier mit DHL Express nach. Nach Berlin, kein Problem. Danke. Ich habe mir noch ganz schnell nämlich ein BD gebaut, damit ich, falls der Notstand einkehrt, das BD benutzen muss. Wie, das hast du selbst gebaut? Ach Quatsch. Bei dir traue ich alles zu. Nein, ich wohne hier in so einer Mietwohnung, und da war schon eins vorhanden. Aber hast du echt ein BD zu Hause? Ja, da steht wirklich ein BD. Ist das beheizt? Ist das eigentlich beheizt dann? Ich weiß es nicht. Ich habe es persönlich noch nie ausprobiert. Ich glaube, meine Freundin auch nicht. aktuell stehen da bei uns Pflanzen drinne und ringsherum. Also so eine Pflanzenwand im Bad. Ja, und dahinter befindet sich dann das BD. Okay. Okay, naja gut, hätte ja sein können, dann hätte ich mal was gelernt von dir. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Zeit gerade. Wir nutzen das auch viel zur Schulung unserer Kollegen. Wir haben zum Beispiel so Webinare aufgebaut, wo wir quasi unsere Themen so ein bisschen transportieren. Normalerweise haben wir ja zu der Zeit jetzt aktuell noch unsere Unitechnics on Tour, wo wir da unterwegs sind und den Leuten quasi näher bringen, was es so für Innovationen dieses Jahr gibt. Da wollten wir eigentlich so ein paar Drohnen zeigen, die durch den Kanal fliegen und Ratten
Geschichten und es gibt auch neue Software für indirekte Anleitererstellung. Das sind alles so Themen, die jetzt so ein bisschen, ja, nicht weiter vorangetrieben werden. Die IFAD wurde ja auch verschoben und ja, also es ist schon sehr spannend, die Zeit. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich sehe meine Kinder viel mehr. Und das ist vielleicht auch ein Anhaltspunkt, so ich sage, kann man sich auch was Positives für später rausnehmen. Also ich werde auch bei dieser Thema digitale Telefonkonferenzen und so, gerade bei Kontakten, die man schon kennt, kann man sowas wahrscheinlich verstärkt machen, auch ein bisschen bleiben. Und ja, von daher wird das vielleicht doch ein bleibendes Thema bleiben an der Stelle. Also das denke ich auch. Also ich glaube, das ist ein sehr schöner Weg, um auch wirklich einen direkten Kontakt zu haben. Zwar nicht so persönlich wie sonst, aber um mal schnelle Absprachen zu treffen oder Ähnliches. Weil manchmal braucht man ja trotzdem dann so ein Gesicht, um eine Reaktion besser abschätzen zu können, beziehungsweise nochmal darauf einzugehen. Ich habe das ganz gut bei unseren Webinaren übrigens gemerkt. Normalerweise, so wenn man Vorträge hält oder Ähnliches, kann man ganz gut sich darauf einstellen, wie die Reaktion von dem Publikum ist, um vielleicht nochmal konkreter auf gewisse Dinge einzugehen oder nicht. Das Webinar, zum Beispiel, wenn du die Gesichter nicht siehst, ist es total schwierig, ne? Und wenn man Gesichter sieht, dann kann man eher darauf eingehen. Also deswegen denke ich auch, dass es zukünftig da ein gutes Mittel ist, um Projektgespräche auch so zu halten. Also wenn man jetzt irgendwie mal mit verschiedenen Stakeholdern oder keine Ahnung, mit verschiedenen Personen am Tisch sitzt, um mal so eine Konferenz schnellstmöglich, um schnelle Entscheidungen auch letztendlich treffen zu können, einberuft. Ja, das ist doch mal interessant. Wir könnten ja auch mal probieren, ob wir von extern jemanden dazugeschaltet kriegen, der uns vielleicht auch als Gast ein bisschen berichtet, wie das bei anderen ist. Und vielleicht schicken wir mal eine Einladung an unseren guten Kumpel, den Sascha. Soll ich das mal machen? Mach das mal. Ich kann ihm ja mal eine Einladung durchschicken. Dann gucke ich mal, wie er dazukommt, ob er vielleicht mal berichtet, wie das bei ihm ist. Ja, jetzt dürfen wir uns in der Runde begrüßen, den Herrn Koglis, Sascha, von den Berliner Wasserbetrieben. Wir grüßen dich. Ja, schönen guten Tag. Im Homeoffice. Wir nehmen gerade, Sascha, nur für dich zur Info, wir nehmen gerade unseren ersten Podcast auf und unser Thema heute ist, wie kommen wir durch die Corona-Krise? Ja. Sascha, stell dich mal kurz vor und sag mal, wer du bist. Ja, hallo, ich bin Koglis Sascha. Ich bin Betriebsingenieur bei den Berliner Wasserbetrieben und kümmere mich da um Störungen im Abwassersystem, vor allem dann Geruchsbekämpfung, Schädlingsbekämpfung, Korrosionsbeseitigung, Verstopfung mit Feuchttüchern, ja, und Bauüberwachung von kleineren Anlagen. Ja, und das kann man ja alles nicht so wirklich von zu Hause aus erledigen. Mal ein bisschen was vorbereiten, Termine machen, irgendwie schauen, dass man ein Konzept irgendwie erarbeitet, aber nicht irgendwie vor Ort hinfahren, schauen, gucken und alles in die Wege leiten. Ist ja ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Ich hätte mal die Frage, Sascha. Hallo erstmal. Wie schnell ging bei euch dieser Prozess? Also von dem Punkt, ja, es ist kritisch für unsere Infrastruktur, also für die kritische Infrastruktur der Abwasserentsorgung ist es wichtig, dass wir jetzt irgendwie Maßnahmen ergreifen, bis hin zur Umsetzung. Wie schnell ging das bei euch in Berlin? Ja, schon ziemlich schnell, aber man muss halt natürlich gucken, dass man so verschiedene Abteilungen unterscheidet. Also man muss ja erstmal gucken, was ist nun wirklich wichtig und was ist so ein bisschen weniger wichtig. Und die dann jetzt wirklich einen Störungsdienst, die wirklich jeden Tag rausfahren, die wohnen dann gleich von Anfang an in zwei Schichten aufgeteilt, wurden ein paar nach Hause geschickt, damit man halt immer auf Mitarbeiter zurückgreifen kann, weil das muss halt dann wirklich laufen. Also wenn jetzt wirklich dann zu Hause dann noch eine Verstopfung auftritt, dann ist das halt ein Problem. In der Abwasserkanal wirklich oder halt bei Wasser ist ja genauso. Und deswegen wurde bei uns schnell so ein Krisenstab gebildet. Der hat dann erstmal so ein bisschen priorisiert, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Und daraufhin hatten sie schnell Bereiche rauskristallisiert, wo welche im Homeoffice gehen konnten, wo welche immer vor Ort sein mussten. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, dass man sich halt dann von Tag zu Tag immer neue Informationen rausgegeben hat für die einzelnen Mitarbeiter, wer wo nun zu welchen Kategorie Mitarbeitern gehört. Und dann
ist dann auch so aufgeteilt. Und es ist ja keiner unverzichtbar. Also wir sind ja auch ein Unternehmen. Wir arbeiten ja mehr oder weniger weiter. Also muss ja weiter Löhne zahlen. Es ist ja Wasser und Abwasser weiterverbraucht, sogar noch mehr. Und dann ist ja jetzt sozusagen der ganze Apparat weiter am Laufen. Und der wurde halt dementsprechend aufgeteilt von wichtigen Personen und dann die wirklich vor Ort arbeiten müssen oder die von zu Hause wirklich eine Zuarbeit machen müssen. Das ist halt, bei uns gibt es ja schon immer Telearbeit und da wurde ganz schnell beschlossen, die Leute, die generell in Telearbeit arbeiten, anteilsmäßig gehen komplett in Telearbeit. Also die sind von heute auf morgen nach Hause geschickt worden, das ging richtig schnell und dann halt die Aufteilung der anderen Leute. Okay, der vorher Telearbeit hatte, hat er dann vielleicht auch schon Erfahrung damit und kommt damit um. Du genau. Hast du das gesagt, dass eher noch mehr Wasser verbraucht wird, wenn die Leute zu Hause sind? Weil ich meine, verbrauchen sie ja sonst. Muss man halt mal überlegen, ob die jetzt endlich in der Industriefertigung, natürlich, wenn man so hört, Tesla braucht einen extra Brunnen, wenn die irgendwie bei uns bei Berlin bauen, ist natürlich was anderes. Kann natürlich sein, dass dann so eine Gewerbeeinleiter schon noch bedeutend mehr Wasser verbrauchen. Aber grundsätzlich von dem normalen Verkauf zu Hause, wenn die Leute mehr da sind, gehen sie nicht in die Büros. Wahrscheinlich ist es so eine Milchmädchenrechnung. Also die gleiche Anzahl Leute sind dann zu Hause und verbrauchen genauso viel Wasser. Man hat ja auch die Touristen nicht. In Berlin sind ja schon noch viele Touristen dann unterwegs, die sonst jetzt diesmal nicht sind. Genau, das kann natürlich sein. Naja. Aber hast du schon was gehört von Betriebsstörungen auf der Kläranlage durch erhöhtes Aufkommen des Klopapiers? Wurde wirklich thematisiert und gab es auch schon besser. Wirklich? Naja, dass die Leute jetzt ja mehr zu Hause sind und dann natürlich mehr Klopapier, weil sie es ja wirklich kaufen in Tonnen. Ja, ich war jetzt auch gerade einkaufen, da gibt es kein Klopapier. Das ist halt so immer, irgendwann wird es ja schwierig dann. Und so ist es halt mit Feuchttüchern, kauft man dann natürlich dann Ersatzprodukte wahrscheinlich. Feuchttücher und sowas alles und die können dann tendenziell die Kanalisation mehr verstopfen. Aber ich hatte jetzt Daniel schon vorhin gesagt, ich habe noch Klopapier vorhanden. Das gibt es bei uns auch noch. Das heißt, ich könnte euch bei DHL Express jeweils eine Rolle Klopapier schicken. Das wäre kein Problem. Ich weiß nicht, wie schnell es geliefert wird, aber. Ja, eine Rolle ist halt. Wie weit kommt man denn mit einer Rolle? Ja. Ich weiß nicht, du hattest ja mal so schön vorgeführt, wer wie faltet. Also. Genau. Was? Das ist mal eine gute Frage. Wie weit kommt man mit einer Rolle Klopapier? Eine Woche wohl. Gibt es 47 Rollen pro Person im Jahr. Das ist eigentlich relativ sparsam. 47 Rollen, okay. Ja. Das heißt, wenn man alle zwei Tage groß und so klein, ja sag ich mal 10 Blatt. Das eine Rolle die Woche kommt dann noch. Wir können das ja mal an die Zuhörer stellen, die Frage. Wie lange kommt ihr mit einer Rolle Klopapier? Könnt ihr euch die Antwort mal Instagram? Mal ausprobieren, nehmt ihr eure persönliche Klopapierrolle und nehmt mal raus, wie lange kommt ihr mit einer Klopapierrolle hin? Das würde mal interessieren. Könnt ihr mal So eine Challenge. Challenge. Wer kommt am weitesten mit einer Rolle Klopapier? Ich weiß nicht, ob ich das Ergebnis dieser Challenge haben will, ob ich dem dann noch die Hand schütteln will später. Vielleicht wird das eine neue Bewegung, die Klopapier-Challenge. Vielleicht sollte man schon mal darüber informieren, wie andere Kulturen das so machen. Das ist ja nur irgendwie in Europa und in Amerika mit dem Klopapier, was man halt sonst noch so als Alternativen benutzen kann. Jetzt habe ich gehört, dass es nur bei uns in Europa so Klopapier gibt und die Amerikaner das machen, aber sonst ist es ja eher so wirklich dieses BD. Daniel hat vorhin schon erzählt, er hat im BD seine Pflanzen stehen, die er zu Hause hat. Weiß nicht, wir haben sowas auch nicht bei uns. Ja, deswegen, also wir benutzen noch das gute alte Klopapier, sag ich mal. Ja, also wie gesagt, da sollte mal jeder mal schreiben, wie viel Klopapier, wie lange mit einer Rolle Klopapier hinkommt. Das wäre mal interessant. Ja. Ja, ansonsten, Sascha, wie ist das persönlich so mit der Corona-Krise? Das heißt jetzt mal nicht von der Firma aus, sondern wie kommst du damit klar? Ja, ich fand es jetzt erstmal schon so einen langen Prozess, also dass man damit überhaupt mal wahrnimmt, dass das jetzt wohl eine lange Zeit begleitet, dann macht man sich ja Gedanken und auch so als Ingenieur versucht man sich ja in diese Prozesse reinzudenken, dann liest man ja viel, dann steigen ja jeden Tag diese Zahlen und irgendwann stellt man fest, naja, ist ja vielleicht doch kritisch, dass das dann ja doch nicht so einfach wegzurechnen ist, wie die Chinesen das gemacht haben, weil auf 100.000 oder 100.000 Leute auf 1 Milliarde finde ich noch relativ wenig.
Ja, aber vielleicht scheinen Sie mit Ihren Maßnahmen doch ganz gut gleich in die richtige Wege geleitet zu haben, dass Sie das eindämmen konnten. Und so ist es halt aber in der freien Welt, sagen wir mal so, die sich nicht gleich irgendwie durch so einen Diktator nach Hause schicken lassen. Die wollen dann immer noch ein bisschen frei leben und verbreiten dann natürlich auch den Virus so ein bisschen mehr. Und wahrscheinlich wurde auch unterschätzt, dass der sich auf die ganze Welt so verteilt hat. Man hätte gleich von Anfang an sagen müssen, wer aus China einreist, muss 2 Wochen in die Quarantäne. Und dann wäre das vielleicht auch so ein bisschen einzudämmen gewesen. Und jetzt muss man es erstmal verstehen, dass es einen Ewigkeiten begleitet. Dann war ich ja noch auf Arbeit und bin ja sozusagen, wir sind so 50-50. Das war ja vorhin die Frage, die eine Hälfte ist gleich nach Hause geschickt worden, die andere geht arbeiten, dann tauschen wir alle 2 Wochen. Und dann war da alle Termine gepurzelt, also bis zum letzten, dann hat man wenigstens geschafft, sich online zu verständigen. Es hat aber auch gedauert, bis man halt da die ganzen Mittel zur Verfügung hat. Und jetzt sind wir wahrscheinlich an dem Punkt, wo wir so Monate weiterarbeiten könnten. Bloß, wer will es denn? Ist das denn überhaupt vernünftig, die Wirtschaft so lange ruhen zu lassen? Vielleicht stellt man ja später auch fest, dass man einfach viel zu viele hat, die da einfach mithändeln und so weiter. Ja, aber sonst persönlich, hast du Angst vor dem ganzen Thema? Weiß ich nicht, um dich herum bricht da die große Angst aus. Daniel, wie ist das bei dir? Keine Ahnung. Habt ihr Angst vor der Corona-Krise? Lass erstmal den Daniel antworten. Also es geht ja grundsätzlich geht's ja nicht um einen selbst. Ne? Also wir drei Leute sind ja relativ jung. Also es geht in der Hinsicht erstmal um meine Eltern, um meine Großeltern, also die Menschen, die deutlich älter sind und einem nahestehen. Also da habe ich Angst, sage ich dir ganz ehrlich. Dadurch, dass ich auch in der Regel viel Kontakt zu meinen Großeltern und Eltern habe. Den habe ich bis aufs Minimum reduziert und wir machen halt auch sowas Ähnliches halt wie Videotelefonie. Von daher habe ich da schon Angst, also nicht auf mich bezogen, sondern wirklich auf meine Eltern und Großeltern bezogen. Und allgemein erachte ich das wirklich als Pandemie und halt als große Sorge für die gesamte medizinische Versorgung. Also das bedeutet ja nicht, es geht nicht um die Leute für mich und ich habe keine chronische Krankheit, Gott sei Dank, aber es geht wirklich um die Leute, die chronisch krank sind, die irgendwelche andere Krankheiten haben und Ähnliches. Und da ist der erste Schritt die Solidarität und dass sich jeder an der eigenen Nase fasst und zu Hause bleibt. Ja, bei uns war halt so, dass man halt erstmal den älteren Herrschaften, also den Eltern und Großeltern klar machen musste, dass es um sie geht. Und ich weiß ja nicht, wer das hier so hört oder so, aber ich hatte dann auch gesagt, wer seine Eltern liebt, besucht sie nicht mehr. Das muss man halt auch erstmal klar machen. Aber dann war ich ja letzte Woche das erste Mal für meine Eltern direkt einkaufen. Also ich habe dann meinen Einkaufszettel machen lassen und bin dann los und war dann in Edeka an die Ecke, wo dann immer viele ältere Herrschaften hinlaufen. Und wenn man sich da so umguckt und wie leichtsinnig dann die älteren Herrschaften dann ungeschützt eigentlich noch rumlaufen und so, dann fragt man sich aber schon, wozu macht man diesen ganzen Aufwand, wenn die sich eh damit abgefunden haben, dass da ein Zehntel weit weniger ist. Die sehen es ja auch gar nicht so dramatisch. Also die sehen es ja so, naja, wir sind 80 Jahre alt geworden und von irgendwas werden wir auch schon irgendwie früher oder später mal sterben. Und es ist jetzt aber so, wenn alle auf einmal dann weggehen, das will man natürlich nicht. Und das ist dann halt natürlich das, was einem so vor Augen gebracht wird. Aber letztendlich sterben so auch 2400 Leute am Tag. Das ist jetzt nicht, dass sonst keiner stirbt. Und es ist halt so, alles so ein bisschen aufeinander. Und wie es jetzt in Italien ist, das da bist du, bei welcher Zahl sind wir jetzt? Bei 1000 oder schon bei 10.000? 1000 am Tag, habe ich mal gehört. 1000 am Tag. Also stimmt. Ist die Frage wie bei Krebs, ne? Stirbt man an Corona oder mit Corona? Ne? Das ist ja die Frage. Vielleicht beschleunigt es dann ein bisschen. Also bei mir ist es eher ein anderes Thema, das mit der Angst. Angst habe ich jetzt nicht. Kontakt zu meinen Eltern, die wohnen in Rostock, ich wohne in Stuttgart, das ist eh nicht so nah, da sehen wir uns eh höchstens mal zur Videotelefonkonferenz. Das größte Problem bei mir ist aktuell eher meine Kleine und mein Kleiner, die sind denen fällt die Decke auf dem Kopf zu Hause. Meine Tochter kommt jeden Tag morgens zu mir und sagt, hey, wann kann ich denn mein natürlich auf ihre Art, aber wann kann ich denn mal wieder zu ihrem Freund, dem Freund und dem Freund und ja, das ist schon durchaus belastend, sage ich mal. Also ist schon anstrengend. Ümi darf auch nicht zu Besuch kommen. Und das ist schon, glaube ich, das Anstrengendste aktuell bei uns. Ja. Kann man schon sagen. Ja. Ich will nochmal an dieser Stelle nochmal eins sagen. Und zwar, es ist eigentlich so richtig bewusst, ne, aber wenn man jetzt zum Beispiel Arzt ist, diese Ethikfrage, wenn es wirklich nachher darum geht, wenn die
gesamte medizinische Versorgung zusammenbricht, dass ein Arzt da vor der Entscheidung gestellt wird, wen bringe ich als erstes um, beziehungsweise wen rette ich? Und das sind ja dann ethische Fragen. Das ist, also in der Haut möchte ich echt nicht stecken. Das ist so das, was ich sehe. Ich habe jetzt aktuell, ich sag dir auch, also Klaus, vielleicht Sascha, du auch. Sascha, du hast ja auch Kinder. Ich weiß nicht. Wie verbringen die aktuell den Tag? Naja, das, um auf die Kinder zurückzukommen, die sagen natürlich, ja super, keine Schule. Ja, toll. Das ist ja das, was die Kinder alle gesagt haben und dann ja feststellen mussten, oh, sie kriegen ja doch ein paar Aufgaben oder so. Die einen, also zum Beispiel die Einzigen, die merken, dass noch wirklich Schule. Die anderen, die können sich halt den Tag frei einteilen. Wir haben natürlich Glück, dass halt das Kind von Anfang an mit den Nachbarn gespielt hat und deswegen hat sie jetzt immer noch Bezugspersonen, weil wenn die Corona haben, haben wir auch Corona. Aber zum Beispiel bei meiner Schwester ist es schon dramatischer. Die hatte halt gesagt, die haben von Anfang an sich irgendwie abgekapselt von der Schule nach Hause und dann war gut und dann haben alle Eltern gesagt, ach, lass mal lieber. Und dann sitzt du da an dein Häuschen und traust dich halt nicht mehr raus und bist halt die einzige Bezugsperson. Und die haben halt auch angefangen, so ein bisschen Videokonferenz. Wir hatten letztens auch einen Familienchat gemacht, kann man ja auch irgendwie machen, dass es ein paar Leute sich zusammen zu telefonieren. Das war ganz lustig. Also kriegt man halt so ein bisschen Kontakt zu den Leuten. Aber mal schauen, mal gucken, wann das Internet zusammenbricht. Das hat ja auch positive so stark Seiten durchaus, ne? Also viele, die jetzt, die quasi vorher vielleicht nicht so kommuniziert haben, dass man sich jetzt wieder ein bisschen besinnt. Ich bin zum Beispiel beim Heimwerken zu Hause ein bisschen mehr. Und ist auch vielleicht ganz positiv. Ja, also muss man mal schauen. Ich glaube, das wird auch bleiben hier, dieses Videokonferencing. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und wenn das dazu führt, dass man wieder ein bisschen mehr auch zu Hause noch wieder ist, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Und erhöht dann vielleicht auch wieder die Motivation nachher. Ja, jetzt müssen wir ja mal überlegen. Jetzt haben wir ganz viel über Corona gequatscht. Was nehmen wir denn nächste Woche als Thema? Das wäre nochmal interessant. Wir müssen ja für nächste Woche wieder ein Thema finden. Was wir bequatschen könnten in unserem Podcast hier. Noch haben wir ja keine Kommentare, kriegen wir ja hoffentlich, wenn wir das jetzt veröffentlichen. Damit man die 3 Zuhörer motivieren kann, nochmal einzuschalten. Ja, zum Beispiel. Und dann wären es vielleicht dann die Corona-Pandemie-mäßig, ne? Mehr. Wie so ein Virus geht das dann in die Lande. Deswegen auch die Frage, ihr könnt auch gerne, wer das jetzt vielleicht dann hört irgendwann, wir werden das ja ein bisschen verbreiten, ihr könnt auch gerne uns Themenvorschläge bringen in die Kommentare rein, sage ich mal. Und dann werden wir vielleicht wieder auch einen anderen Gast haben beim nächsten Mal. Können wir uns überlegen. Wer gern auch selbst mal Gast sein will, kann sich auch bei uns melden sozusagen und mal Hallo schreiben. Ja, und ansonsten wünschen wir euch, dass ihr erstmal gesund bleibt, sage ich mal. Die Zuhörer da draußen, ihr Helden des Abwassers, sage ich jetzt mal. Und würden uns freuen, wenn ihr vielleicht zum nächsten Podcast nächste Woche wieder einschaltet, mit interessanten Themen. Ja, und bis dahin sagen wir Tschüss und bleibt gesund. Und Pantarei, das Wasser fließt immer abwärts. Ne? Also, die schlauen Sprüche zum Schluss. Lieber schnell absteigen. So, ciao.